Arschloch-Spiel. Nein, das war zu früh. Ja, wir haben ja Zeit. Jetzt warten wir auf die Kiste. So, die ist eben, weil ein bisschen abschüssig ist, ist die ein bisschen nach rechts gerutscht. Sprich, ich muss das Ding runterwerfen und sofort, wirklich sofort hinterher. So. Klappt alles. So, was haben wir denn jetzt hier? Erste Überlegung wäre, sieht aus wie ein Laser. Eventuell. Und noch einer, aber die schießen nicht. Okay, sie schießen doch. Werden die aktiviert, wenn ich in diesen dünnen Strahl reinlaufe? Das könnten wir ja mal testen. Aha. Fangen die immer wieder an? Jo, die fangen immer wieder an. Und ich glaube nicht, dass ich da bis ganz hinten durchkomme. Eventuell habe ich da eine Idee. Ja, nö. Raucht der? Der raucht, ne? Kommst du wieder? Ha! Sehr gut. Dann ist der, der quasi bis ganz nach hinten das abdeckte, der ist weg und hier kann ich einfach weglaufen. Easy! Ich habe wieder Angst, dass hier irgendwas im Boden ist, was ich aktiviere. Nö, da komme ich nicht dran. Und hier haben wir Kisten. Die bekomme ich allerdings nicht hier hoch. Ich denke mal, dass ich eine Kiste da oben haben will. Und hier haben wir... Wow. Ah, Moment mal, die... Okay, die werden nach oben gedüngst, allerdings nur die und ich nicht. Und dann an der Schräge würden sie nach oben gleiten, allerdings muss ich dann so schnell hoch. Nee. Nee, ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Nee. Was ist denn da hinten noch? Da ist nix. Da oben ist auch eine Leiter. Ja. Bringt es mir irgendwas? Ich lasse das erstmal wieder runterkommen. Muss warten, bis es hinten Töng macht, glaube ich. Oder ich bin zu weit weg, um es zu hören.
Aber jetzt komme ich hier ja nicht hoch. Nee, so klappt das noch nicht. Na, warte mal, was ich natürlich versuchen könnte. So, ich bleibe jetzt erstmal einmal hier, um zu sehen, wann die wieder da ist. Die steht da jetzt schlecht. Das ist ein bisschen doof. Nee. Ich hatte nämlich vor, selber durch die Kiste mit hochzufliegen. Und da steht die schlecht. Nein, ich muss die erst noch ein bisschen nach links schieben. Das heißt, ich muss jetzt einmal so. So, jetzt schiebe ich die wieder dahin. Ja. So ist gut. So, mit der komme ich dann hier an die Leiter ran. Und hier oben gibt es nur eine Leiter. Wo geht's denn jetzt weiter? Das ist mal eine gute Frage. Nochmal hier schauen. Ah. Ah, okay. Das würde bedeuten, ja, vielleicht habe ich eine Idee. Jetzt nochmal hier runter kurz. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich komme jetzt hinten hoch. Das heißt, ich könnte jetzt mal versuchen. Weil wir haben ja gesehen, dass diese Schwerkraftaufhebung ganz weit wirkt. Das heißt, ich laufe jetzt hier rüber, ganz weit. Komm, komm, komm. Oh. Okay, so war das allerdings schon gedacht. Jetzt müsste ich dann quasi das nochmal machen hier unten. Dann da oben wieder auf die Kiste. Das hatten wir schon mal mit der hoch. Und dann müsste ja die Kiste hochgehen und das Ding aufgehen. Oh, schneller, schneller, schneller. Yay, ich hoffe, ich brauche die Kiste nicht. Was haben wir denn hier Spannendes? Ein Aufzug. So. Da links ist wieder ein Laser. Und da die Kiste, die sieht so aus, als könnte man die mit dem Laser runterschießen. Nö. Da ist ein Laser. Schießt er nicht? Doch, er würde schießen. Ja, das war eine schlechte Idee.
So. Und nur aktivieren. Ich habe eine Kiste. Mit der könnte ich hierhin und die Leiter hoch. Oh. Da haben wir was, was rein und raus kommt. Da komme ich so nicht hoch. Oh. Auf dem Kopf muss man sich jetzt aber ein bisschen umgewöhnen. Ich würde sagen, dass ich die auf jeden Fall hier hinten brauche. Oder ich gehe einfach so weiter. Nee. Ist aber jetzt, man muss sich echt mal so, natürlich jetzt immer noch rechts drücken, aber zum Beispiel runterklettern bewirkt dann jetzt, dass man weiter nach oben kommt. Nee. Ich habe das Gefühl, ich komme nur hier weiter, wenn die Schwerkraft in die andere Richtung ist. Das heißt, ich muss mir irgendwas hier zum Hinsetzen, um hier hochzuklettern mit Timing. Da bräuchte ich allerdings dann noch eine Kiste, wenn ich das richtig sehe. Ja. So erstmal nicht. Muss ich vielleicht doch noch irgendwo von hinten eine Kiste holen? Müsste man mal nachschauen. Ja. Ich glaube, ich muss leider die andere Kiste erstmal wieder mit runterholen. Weil sonst komme ich nicht am Laser vorbei. Wir wissen ja, wie wir sie hochkriegen. Wissen wir das? Ja, hier oben mit dem Umschaltding. Oh, hoffentlich ist die nicht zu. So, wie gut, dass die Dinger nicht kaputt gehen. Eventuell habe ich eine Idee. So. Nein. So. Nein, so nicht. Ich hätte die wahrscheinlich ein bisschen weiter nach links schieben müssen. Ich denke halt, wenn die Kiste auf dem Aufzug draufsteht, dann kann ich damit über den Laser drüber springen. Okay, das Ganze müssen wir hier nochmal machen, aber diesmal werde ich die Kiste noch nicht ganz nach rechts schieben. Nein! Derk! Nein! So, du musst bitte nach oben. So, und die bitte vorsichtig, aber nicht hier hinten runterfallen lassen. Das heißt, ich halte sie fest, bis ich da drüben bin. Dann geht das. Puh, okay. Komme ich zumindest in einen. Ah, siehst du, hier ist noch was.
Da ist eine Kiste. Okay. Warte mal, ich habe eventuell eine Idee. Es ist aber sehr viel an und aus. Ich habe eine Kiste. Also habe ich jetzt zwei Kisten. Und hier, da oben, ich kann da nicht hinzeigen, da wäre dann auch wieder eine Schräge, dass die eventuell dann nach rechts geleitet wird. So. Den Weg hier, also den Teil rechts, kennen wir, glaube ich, schon. Das Einzige, was ich jetzt verändert habe, ist, dass rechts noch eine weitere Kiste bereitsteht. So, Kiste Nummer 1 schon mal hier in Sicherheit bringen. Und jetzt kommt die große Frage: Haben wir da drüben eine weitere Kiste bekommen? Ja! Es wird natürlich jetzt hier drüben noch da wahrscheinlich ein bisschen probieren mit dem Timing, weil die ja rein und raus gehen. Wo will ich die fallen lassen? Und wann? Also rein theoretisch, sobald die anfangen rauszufahren. Da muss ich jetzt nochmal schauen, weil dann muss ich umdrehen. Das heißt, ich gehe schon mal auf die andere Seite. Jetzt schaue ich noch, wo ich die genau hinschieben will. So, denke ich mal. Ja. Da muss ich jetzt halt nur warten, bis das ganz rechts ist. Ja. So. Sehr schön.